Guten Morgen Leute, ich zeige euch heute mal wieder den ganzen Tag, was ich vegan und vollwertig essen werde. So, ich habe zuerst ungefähr so eine Tasse grobe Haferflocken in meinen Vitamix gegeben und da gieße ich jetzt so lange Wasser drauf, bis das so ein bisschen bedeckt ist. Ihr könnt auch Pflanzenmilch nehmen, aber ist eigentlich nicht notwendig. Dann ein klein bisschen Backpulver, so ungefähr einen Teelöffel oder sowas. Ich messe das irgendwie nie ab, ich habe das so ein bisschen im Gefühl. Und dann noch so einen Esslöffel Speisestärke ungefähr. So, Deckel drauf und pürieren. So, das lasse ich jetzt noch so ein paar Minuten stehen, so 3-4 Minuten, bevor ich das dann in eine Pfannkuchenpfanne gebe. So, hier sind jetzt meine Pfannkuchen. Ich habe da noch so ein paar Blaubeeren drauf getan. Und die werde ich jetzt mit was Agavensirup essen. Ich mache mir jetzt noch gleich Reis mit Gemüse und habe dafür schon mal das Gemüse geschnitten. Ich habe hier eine halbe Zucchini, ein Viertel Blumenkohl, ein bisschen Bohnen, rote Beete und Zwiebeln und Knoblauch. Die beiden tue ich in den Reis rein und den Rest einfach in den Instant Pot. Ich werde das alles im Instant Pot hier für so 2 Minuten kochen und das gebe ich dann einfach zum Reis im Reiskocher drin. Ich habe jetzt hier nur so viel Reis, weil ich gerade nicht mehr habe. Ich muss nachher mal wieder in den Unverpacktladen fahren, um einen neuen Reis zu holen. Aber da habe ich jetzt noch ein bisschen Currypulver reingegeben, Paprika edelsüß, dann wie gesagt gleich die Zwiebeln und den Knoblauch. Und ich werde, glaube ich, noch ein bisschen Gemüsebrühe dazugeben. Hier ist jetzt meine Schüssel mit Essen. Das ist natürlich nicht die ganze Menge, die ich essen werde. Ich werde da noch mehr von essen, nur so zum Vergleich. Das hier ist meine Hand. Ungefähr. So. Und ich finde immer, das ist irgendwie das Beste daran, sich vollwertig und pflanzlich zu ernähren, die ganzen tollen Farben und Strukturen. Ich finde das immer richtig faszinierend, wie das aussieht. Jo, mein Essen. Ich habe mir jetzt gerade im Reiskocher lecker, lecker rote Linsen gekocht mit Gemüsebrühe. Und da habe ich jetzt einfach irgendwie Lust drauf, die so pur zu essen. So, ich habe mir gestern noch diese wunderschönen Kirschen hier gekauft. 2 ganze Kilo und hier in Deutschland kann man sich die ja leisten und ich werde jetzt, glaube ich, habe jetzt angefangen die zu essen und werde davon, glaube ich, insgesamt so 1 Kilo essen als Abendessen. So, das war, was ich heute am ganzen Tag gegessen habe. Wie ihr seht, halt ein bisschen obstlastiger durch das Kilo Kirschen, aber das mache ich im Sommer irgendwie gerne, weil ich, ja, Obst gibt's dann und Obst ist nicht ungesund, Obst ist lecker. Also esse ich mehr Obst. Von daher, in meinen nächsten What I Eat in a Days wird es wahrscheinlich allgemein irgendwie mehr Obst geben. Jo, wir sehen uns beim nächsten Mal.